Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Pokémon Legenden Arceus und heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Wir müssen ja eigentlich die Legis, die legendären komischen Pokémon fangen. Es gibt aber noch mehr Pokémon, die ich gerne fangen würde. Und zwar Elite-Pokémon, die wir bisher noch nicht hatten. Zum Beispiel dieses wundervolle Relaxo hier. Komplett ignoriert im gesamten Playthrough bisher. Und jetzt wird es erstmal Zeit, es sich zu schnappen. Mit anderen Worten, ein Part heute, der sich hauptsächlich, oder eigentlich nur, ums Obsidian Weedland drehen wird. Aber Zeit mal den Tonnenball auszuprobieren. Also wenn der Relaxo nicht beim Tonnenball geeignet ist, dann weiß ich auch nicht. Der Tonnenball für Relaxo geeignet ist, aber so wie es aussieht, nicht. Dann wird eben gekämpft! Also dann, auf geht das hier. Wobei Nahkampf wäre vielleicht ein bisschen fatal. Ich weiß nicht. Muss ja nicht sein. Ja, das wiederum war ein bisschen zu vorsichtig. Okay, ich gebe es ja zu. Was ich mir dabei jetzt gedacht habe. Nichts. Aber das macht ja auch nichts. Man muss ja erstmal austesten. Man muss ja erstmal austesten, wie viel Schaden macht man eigentlich. Und dann, macht man ein paar Mal Drachenpuls. Da weiß man nämlich schon mal genau, wo geht die Richtung hin. Kann ich auch mit stärkeren Attacken ran. Und dann sieht man, aha. Es wird schon. Wechseln ein neues Pokémon ein, damit wir energietechnisch im Vorteil sind. Erlöst mich! Ihr habt mir ja erklärt, dass wir höhere Fangraten auf jeden Fall haben, wenn unser Pokémon selber auch noch viele HP hat und so weiter. Fangrate hängt also von mehreren Faktoren ab. Und man siehe da, es funktioniert. Gegner mit niedrigen HP und gleichzeitig man selbst mit hohen HP ist gleich Erfolgschance. Und mit dir habe ich eine verdammte Rechnung offen. Und die wird jetzt sowas von beglichen. Die ist mir auf Sack. Aber nicht mehr lange. Aber was ist hier eigentlich los? Ich höre hier komische Musik und die kommt bestimmt nicht von Panferno. Was geht denn hier eigentlich ab? Höre ich hier gerade Bossmusik? Was? Okay, was ist das da hinten? Oh mein Gott! Das ist eines der Pokémon, die wir suchen. Und es hat eine hohe Reichweite. Eindeutig ein Influencer und wir müssen gucken, dass wir es irgendwie gefangen kriegen. Was geht mit dir ab? Hau ab, ey! So. Zeit, den anderen Affen zu fangen. Der macht wahrscheinlich noch mehr als 4 Schaden. Nee, er will sich einfach so nicht fangen lassen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Diesmal kriege ich dich. Ha! Ja, das wird nichts, oder? Nö. Das ist echt ein zäher Brocken. Aber wir werden ihn stappen. Wir speichern vorher mal, damit es nicht wieder schief geht. Aber jetzt wird's Zeit. Und jetzt, mein Freund, gehörst du mir. Look at my horse is amazing. Sieh dir mein Amazing Horse an. Leck mal dran. Okay, ich höre schon auf. So. Oh, das war perfekt. Das war perfekt. Und wir können ja mal versuchen, Amazing Horse drin zu lassen. Jetzt bin ich gespannt. Klappt es? Na, easelig, pieselig. Wundervoll. Level 65. Ein starkes Elite-Pokémon. Demnächst auch in ihrem Pokémon-Team. Meine Damen und Herren. Aber wir haben ja noch was vor uns. Ein Legi, Alter.
hab's nicht vergessen, keine Sorge. Auch hier speichere ich lieber nochmal. Wie vor einem Shiny. Einfach Save States verwenden, wenn es nicht läuft. So. Mal gucken, ob ich rankomme. Wir können es nicht einfach so fangen. Wir müssen erstmal den Wirbelwind zerschmettern, der um uns herum ist. Und dann nochmal einen Pokéball oder sowas drauf werfen. Dann klappt's. So direkt kämpfen können wir noch nicht, zumal es ständig abhaut. Wir müssen also ein bisschen vorsichtig sein. Das ist so eine der etwas zäheren Aufgaben, sage ich mal, im Spiel. Und das hier ist bei weitem nicht das schlimmste Pokémon. Ja, Schild gebrochen und jetzt... Das hat leider nicht geklappt, ey. So ein Mist. Nochmal. Nochmal. Noch gebe ich nicht auf. Wir schleichen uns an. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Und jetzt? Ja! Perfekt. Also dann. Ein Level 70 Demetreros. Das ist unlaut. Ach, guckst du. Das ist ja heiß. Ja, da gucke ich. Wüstenorkan. Nimm das. Oh, das war riskant. Aber wir haben es geschafft. Also, beziehungsweise wir haben es geschafft in dem Sinne, aber wir haben es geschwächt. Aber das war in Ordnung, weil ich muss ja jetzt sowieso ein stärkeres Pokémon einwechseln. Ja doch. Mal gucken, ob Amazing Horse noch reicht. Der hat ja ein bisschen Energie verloren. Aber selbst wenn, es muss ja auch nicht, also... Das muss jetzt nichts aussagen, ob wir es jetzt fangen oder nicht. Dass es ausgerechnet jetzt daran gelegen hat. Das hat aber geklappt. Okay, Demeteros hätten wir schon mal. Das ist super. Aber wir können unsere Reise im Obsidian... Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges. Das könnten wir allerdings nochmal machen. Und da habe ich auf dem Weg doch glatt etwas Schönes entdeckt. Hier im Baum befand sich eine Burma-Dame. Und die... Mist. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Und die habe ich einfach so random hier im Baum drin gefunden, bei Baum. Und jetzt habe ich gedacht, okay, muss ich auf jeden Fall ins Video reinhauen, wie wir eine Burma-Dame fangen. Ja, das ist... wichtig. Boah, Madame. Der Eckpfeiler eines jeden Pokémon-Team. Auf jeden Fall. So, oh Mann. Ich würde sagen, auf für die Verzerrung. Ei, 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 da ist sie ja auch schon. Mal gucken, was drin rumlungert. Ei, wo stecken sie dann? Geh ich halt ein paar Aprikosenpflücke. Ei, sicher. Was ist da? Oh, nix. Und Evoli. Evoli ist allerdings... Evoli ist super. Wir können nämlich dringend noch ein paar Evolis gebrauchen. Denn wir haben noch einige davon zu entwickeln. Ich glaube, wir haben bisher erst Folipurba und Glaciola. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch Evolis, wo immer wir sie kriegen können. Das ist super, da muss ich nicht so lange suchen. Wir haben direkt eins hier vor der Haustür. Genau. Ja, die Haustür. Machen wir erstmal Onix weg. Machen wir erstmal ganz schnell Onix weg. Guck mal, mein Amazing Horse ist größer. Ach ja. Eigentlich nicht. Mal, stellt euch mal vor, Onix könnte sich jetzt hier komplett aufrichten. Ah, weg mit dir. Was ist hier los? Wo
brauchst dich hier jetzt gar nicht so aufpumpen. Du gehörst gleich mir. Und wenn ich erst die Erdkräfte walten lassen muss. Die Erde ist ja heiß, Herr Lust. Du bist bald mein, Evoli. Oh. Alter Schwede. Ein Evoli hat das... Oh, das ist aber... Das ist gar nicht mal schlecht, dass wir jetzt schon im roten Bereich sind. Dann sind wir da... Also jetzt sollten wir doch relativ safe sein, oder? Jetzt sind wir auf jeden Fall safe. You saved me. Und? Na also, ein Evoli hätten wir. Wundervoll. Ein bisschen Glück finden wir noch eins. Erst unser drittes. Ah, was haben wir denn hier noch Schönes? Vielleicht irgendwas Nettes, Seltenes, was Spannendes, was zum Spielen und Schokolade. Das ist auf jeden Fall nichts Spannendes, nichts zum Spielen und keine Schokolade. Das sind ein paar Steine, die aufeinander geklebt worden sind und irgendwelche komischen Spukgestalten. Naja. Aber da haben wir ein Evoli. Und ein Alpollo. Schade, dass ich noch keine 12 davon habe. Sonst könnte ich es Alpollo 13 nennen. Tschüss. Tschüss, Alpollo 13. My stuff. Und? Ja, sehr schön. Da kann man noch mal ruhigen Gewissens eine Attacke reinhauen. Oh, jetzt nicht mehr. Das stimmt. Dieses verdammte Risikotecke, das geht mir so auf den Sack. Wir machen mal Hakenien rein. Der ist ein Stahl-Pokémon. Selbst wenn es jetzt aber irgendwie Risikotackeln sollte. Ah, wir kommen aber direkt dran. Sehr gut. Yes! Da haben wir Evoli. Sehr gut. Das heißt, wir können uns zwei neue Evoli-Formen schon mal zulegen. Und vielleicht finden wir ja noch ein Evoli. Sternenstaub. Die interessiert mich nicht. Ein Stromisierer. Ich glaube, das ist wichtig, um Electek weiterzuentwickeln. Aber man findet ja auch das Elite-Ele-Voltec, also brauchen wir das eigentlich noch nicht mal mehr. Sämtliche Angaben ohne Gewehr. Aber Schlurbleck? Schlurbleck bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Komm, der kriegt einen Matschball in die Fresse. Ah, fuck! Zu lange gebraucht. Naja. Du kriegst noch mehr Matschbälle in die Fresse. Ah. Die Verzerrungen sind eigentlich doch ein relativ cooles Gameplay-Element tatsächlich. Du bist hier total unter Druck drin. Hast aber auch manchmal das Glück, dass du auf total seltene Pokémon triffst. Das hat definitiv was. Da werden wir auch in den anderen Gebieten zwingend nochmal welche untersuchen müssen. Aber Nachteil ist, man muss halt immer ein bisschen warten, bis sie auftauchen. Dafür bleiben sie aber recht lange. So, wenn hier unten nichts mehr Großartiges erscheint. Meistens erscheint ein bisschen weiter weg, so abseits von dem Ort, wo sonst die Pokémon erscheinen. Irgendwie auf dem Hügel oder sonst was. Dann nochmal ein spezielles Pokémon oder spezielleres Pokémon, was dann da eher so einzeln rumläuft oder so. Da freue ich mich dann immer, wenn ich dann sowas wie Porygon oder wie heißt dieser Dino? War das Schilterus? Ich glaube, es war Schilterus. Ja, Schilterus und das andere da.
dass das nicht Schilterus ist. Egal. So, fangen wir uns mal ein Schlurpleck. Schlurpleck mich doch am Arsch. Sehr gut. So muss das. Königlicher Einsatz. Und jetzt. Hyperball, mein Freund. Sehr gut. Oh, das war sogar schon unser drittes. Wow. So, kommt hier doch was Schönes. Euch drei hatte ich schon. Ah, da war was Schönes. Das ist natürlich ein Schniebel. Aber nicht in der Hisui-Variante, das muss man doch dazu sagen. Was natürlich an diesem Raum Zeitgedöns hier jetzt liegt. Dass wir jetzt... Oh mein Gott, wir sind in der Verzerrung oder auch irgendwie nicht. Das ist voll witzig. So, wir versuchen Sneebel auf jeden Fall zu fangen. Dann haben wir nämlich einen Nicht-Hisui-Sneebel. Da war ich zu cocky. Wir haben keinen Nicht-Hisui-Zwiebel. Zwiebel, genau. Auf toxiquakische Männlichkeit habe ich jetzt gar keinen Bock, ey. Wobei, das ist weiblich. Das ist eine toxiquakische Weiblichkeit. So, na also. Mit Attacke vom Typ Psycho besiegt. Die Verzerrung mag verschwunden sein, aber wir haben immerhin zwei Evolis mitgenommen und damit möchte ich mich noch lange nicht verabschieden. Damitier, ich liebe dir. Gut, du bist ein Damitierplex. Ich hätte aber gerne ein Damitier. Also fangen wir uns jetzt mal ein Damitierplex. Und was wäre besser geeignet als die Elite-Variante davon, oder? Und wie wir das Ganze entwickeln, das zeige ich euch jetzt. So. Wir fordern jetzt einfach mal random Pokémon heraus. Wir werden jetzt einfach mal alle platt machen. Alle, die wir hier sehen. Oder auch nicht. Mann. Haben wir ihn hier. Ja, Kleinstein, du hast bestimmt nicht ab, oder? Jetzt kämpfen sie da auf dem Hügel. Das ist voll witzig. Da. Kleinstein? Kleinstein? Wo gehst du hin? Ja, du willst von da oben. Der geht echt den ganzen Weg darum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist voll witzig. So, bist du dann soweit? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit, Kleinstein? So, wir müssen den Barrierestoß einsetzen. Satte 20 Mal. Als Tempotechnik auch noch ganz wichtig. Tempotechnik, Barrierestoß 20 Mal. Und dann ist eine Entwicklung möglich. Wahnsinn. Jetzt wird es gleich ganz alt und grau, so wie ich. Oh! Wahnsinn. Damit haben wir endlich nicht nur ein Damitier zum Reiten, sondern auch eins zum Kämpfen. Wundervoll. Das wollte ich auf jeden Fall noch gezeigt haben. Aber Showtime! Jetzt heißt es noch, die beiden Evolis entwickeln, die wir gefangen haben. Fangen wir mal mit dem Feuerstein an. Das ist ja heiß, Herr Lustig. Nice.
Klamara in the house. Und jetzt schocke ich euch. Ich schocke euch. Ich elektroschocke euch. Mit dem nächsten Pokémon. Bleibt besser drin, denn jetzt blitzt es hier. Oder farblich zu schnell. So. Evoli hat sich zu einem Blitzer entwickelt. Also nicht zu schnell fahren, Leute. Ja, okay, ich würde mal sagen, das war's. Das ist erstmal alles, was ich euch zeigen will. Aber auch an einem neuen Ort gibt es wieder viele neue Pokémon zu fangen. Bis dahin.